Feuerwehrmann liegt eigentlich im Blut drin. Man muss ein bisschen, sagen wir mal, verrückt sein, um sowas zu machen. Und das hat mit Feuerwehr überhaupt nichts zu tun. Haben Sie eigentlich noch Träume? Manche affeln sich nie und einer affelt das ganze Leben. Feuerwehrmann, ein Kindheitstraum. Eine Aufgabe, bei der man eines gewiss nicht hat. Langeweile. Denn der Job verlangt Nerven wie Drahtseile. Was sind das für Menschen? Was bewegt sie? Warum leben sie so und nicht anders? Auch davon wird die Rede sein. 1, 2, 3, Fire! Es ist Wochenende. Festtagsstimmung auf dem Petersberg. Monatelang haben die freiwilligen Jugendfeuerwehren sich darauf vorbereitet. Stundenlange Autofahrten haben viele von ihnen in Kauf genommen, nur um einmal mittendrin zu sein. Das Jugendfeuerwehrzeltlager. Es feiert seinen 7. Geburtstag. Die freiwilligen Feuerwehren haben allen Grund zum Feiern, denn es ist jetzt schon zu einer kleinen Tradition geworden. Und man kommt gern. Volkmar Matschinke ist Organisator des Festes und kann stolz zurückblicken. Wir haben das erste, damals war ich noch nicht dabei, aber 7. Kameraden, die haben alle 7 Zeltler schon gemacht. Bin erst seit dem 2. dabei. Wir haben mit 100 Kameraden und Jugendlichen angefangen und es hat sich jedes Jahr gekloppt, jedes Jahr fast immer 100 Mann mehr. Wir sind heute bei 838 zahlenden Teilnehmern. Sie kommen von überall. Insgesamt 50 Feuerwehren werden hier ihre Zelte aufschlagen. Für die nächsten 3 Tage gehört der Berg Ihnen. Alle werden Sie auf Ihre Kosten kommen. Endlich mal von zu Hause weg, den grauen Alltag vergessen, mit Freunden zusammen sein, einfach Spaß haben. Als ich ein kleiner Junge war, zum ersten Mal eine Feuerwehr sah, dachte ich, toll, jetzt werde ich Feuerwehrmann. Also ging ich zu Papa, singend froh, tatütata, zog an seinem Arm und sagte dann: Feuerwehr, Feuerwehr, ich geh zur Feuerwehr, 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 ich geh zur Feuerwehr. Mein Bruder Bertram sagte mir: Mach's bloß nicht, das rate ich dir. Stehst den ganzen Tag nur auf ne Leiter. Doch ich gab ihm zu verstehen, irgendwo muss der Mensch doch stehen. Und ich sang unbekümmert weiter. Wie jedes Jahr haben sich die Saalkreisfeuerwehren was ganz Besonderes einfallen lassen. Dieses Mal waren es die Feuerflitzer. Jeder Einzelne war daran mitbeteiligt. Windschnittig auffällig oder dezent verspielt. Hier konnte jeder seinen Ideen freien Lauf lassen. Gepunktet wurde in 2 Kategorien, als schönster Feuerflitzer oder schnellster. So war der Wettkampf ausgeschrieben. Die Jugendfeuerwehr besteht ja zu einem Teil aus dem Feuerwehrdienst. Und zum größten Teil aber aus normaler Jugendaktivität. Und das heißt, wir wollen auch mit dieser Sache versuchen, Leute ranzuziehen und die ganze Sache ein bisschen interessant zu gestalten, damit die Jugendlichen ihre Freizeit halt sinnvoll gestalten können und dazulernen können, basteln, bauen, spielen, Spaß und Sport. Das ist bei uns alles möglich in der Jugendfeuerwehr. Eigentlich haben wir immer viel Spaß in der Feuerwehr. Jeden Tag. Freizeit nenne ich sowas. Und auch üben, dass man vielleicht auch anderen Leuten helfen kann oder sowas. Ja, es macht Spaß, dass man hier mal ein bisschen mit anderen Wehren zusammen ist und mal ein paar Übungen machen kann, wer besser ist. Zum Angriff!
Das ist keine Übung, würde es jetzt im Ernstfall heißen. Zum Spaß sind sie dennoch nicht hier. Ihre ganze Freizeit haben sie auf der Kampfbahn verbracht, um den simulierten Löschangriff zu trainieren. Alle wollen sie ganz vorne mit dabei sein. Das ist ein schönes Gefühl, sag ich mal, bei Bränden so rumzustehen und Schlauchen da anhalten. Du musst dir vorstellen, ein Keller, nicht eine Lampe. So kaufst du eine Wohnung rein. Du siehst der Hand vor auch nicht. Wenn jemanden aus so einer verqualmten Wohnung oder in so einer verqualmten Wohnung suchst und das Feeling, jemanden da zu ertasten und zu greifen, das ist unbeschreiblich. Sie sind die Retter in der Not. Sie werden zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das Leben anderer über sein eigenes stellen, das ist es, was sie zu etwas Besonderem werden lässt. In der Feuerwehr gibt es sie eben noch, die kleinen Helden. Also sagen wir, wir sind berufstätig und immer nach 16 Uhr kommt eigentlich immer so der Feuerwehrmann zutage, wie man so schön sagt. Wir sind keine Menschen, die darauf warten, dass es brennt. Aber wenn wir gebraucht werden, sind wir einfach da bei uns. Ein freiwilliger Feuerwehrmann ist ein Mensch, der in seiner Freizeit sein Leben für das Gemeindewohl einsetzt. Es ist an für sich der Anstoß, dass man anderen helfen kann. Irgendwo brennt es oder es ist ein Unfall und da sind irgendwo Menschen, die Hilfe brauchen, die auch Hilfe erwarten. Es reizt sie zu ihnen, ihnen zu helfen. Da verdient man jetzt nicht so viel Geld, aber das Dankeschön von den Leuten, die man dann doch mal rettet und so, das ist mehr wert als das Geld. Geld gibt es bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht. Dankesworte sind auch Mangelware. Dennoch haben sie sich dafür entschieden. Und sie sind damit nicht allein. Die Freiwillige Feuerwehr, der Träger des kulturellen Lebens. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das Zeltlager ist für uns von der Jugendfeuerwehr Saalkreis eigentlich immer so die Hauptattraktion im Jahr, wo sich dann alle Feuerwehren aus dem Saalkreis, aus Halle und aus Leipzig treffen und hier gemeinsam Wettbewerbe durchführen. Die gemeinsame Sache, das ist es eigentlich, worauf es ankommt. Die Retter von morgen lernen sich hier erst richtig kennen. Umso besser werden sie später zusammenarbeiten. Jeder wird hier neue Freunde finden, denn die Freiwillige Feuerwehr ist die Gemeinschaftsoase überhaupt. Jeder wird ja herzlich mit seinen Stärken und Schwächen aufgenommen. Ob groß oder klein, alle fühlen sich ja gleich behandelt. Und das ist der beste Lohn am Ende eines erfolgreichen Tages. Mit Freunden Spaß haben. Jetzt los geht's! Der nächste Morgen. Sauerstoffmangel hoch oben auf dem Petersberg. Die Bundeswehr-Morgendusche kann da wahre Wunder bewirken. Mit denen, die müssen nochmal nach. Während die einen schon ans Frühstück denken können, fällt den anderen überhaupt das Denken noch etwas schwer. Die ersten Sonnenstrahlen bringen sie auf wirre Gedanken. Irgendetwas scheint heute in der Luft zu liegen.
Der Traum vom Fliegen. Jeder hat ihn bestimmt schon mal geträumt. Beim BGS kann er Wirklichkeit werden. Wer sich zutraut, in die Luft zu gehen, aber doch nicht abzuheben, also wer kühlen Kopf bewahrt, für den wäre das der richtige Job. Kann mir nichts anderes vorstellen. Das ist so wie Benzin im Blut. Ne? Das ist sehr, sehr schwer, da erstmal reinzukommen und sich da wohlzufühlen. Also zuerst ist es so, dass die Maschine mit einem fliegt. Ne? Die Maschine fliegt mit einem und nicht ich fliege die Maschine, sondern es ist erst andersrum. Das, je mehr man fliegt, desto mehr merkt man, dass man das so ein bisschen in den Griff kriegt. Ne? Wir machen Staatsbesuche und alles Mögliche. Politiker fliegen, war schon in Lissabon, haben Maschinen überführt oder in Schottland. Das war, können Sie sich vorstellen, ganz Europa. Aber beim Bundesgrenzschutz geht es nicht nur ums Fliegen allein. Heute ist er hier zu Gast, um die Jugendlichen über seine Aufgaben zu informieren. Die Hauptaufgabe ist klar, der Schutz der Bundesgrenze. In den letzten Jahren jedoch bekam er immer mehr Einsatzbereiche übertragen, wie zum Beispiel seit 1993 die Sicherheit der Bahnanlagen. Speziell dort soll er vor Anschlägen schützen. Und natürlich die Luftsicherheit, denn grenzüberschreitender Verkehr findet nicht nur an den Außengrenzen statt. So klein. Das hat sicherlich zu tun auch mit dem Umgang mit Menschen, ja, mit dem Retten von Leben. Von da ist die Verbindung schon. Auch dass die Jugendlichen sich in diesem Alter dafür schon interessieren. Das hat damit zu tun, der Einsatz bei der Feuerwehr. Sie retten ihr Menschenleben. In den verschiedensten Situationen und da gibt es dann schon Überschneidungspunkte, dass die Jugendlichen sagen, ich möchte das eigentlich auch zu meinem Beruf machen. Also wenn du eine normale Arbeit hast, hast du ja jeden Tag im Grunde immer dasselbe. Und wenn du wirklich bei der Feuerwehr bist, gerade bei der Berufsfeuerwehr, dann hast du jeden Tag ein bisschen Abenteuer. Also wenn man es jetzt als Beruf macht, ist es Abenteuer. Du gehst früh zum Dienst und weißt nie, was geschieht. Es kann alles nichts geschehen. Also jeden Tag was anderes. Angestrebt wird, dass bei der Berufsfeuerwehr bis 26, ja? Stefan, bis 26 angefangen wird, weil es ist ja dann auch noch eine Frage der Ausbildungszeit. Also die Grundausbildung inklusive Rettungssanitäter 1,5 Jahre. Und dann gibt es ja noch erweiterte Ausbildung, Speziallehrgänge, Rettungsassistent und so weiter. Vom Ausbildungsgrundsatz her muss der Freiwillige Feuerwehrmann dasselbe können wie ein Berufsfeuerwehrmann. Das ist eine Grundlage, die hier geschaffen wird. Und wer das nachher wirklich werden möchte, ne, der hat natürlich eine entsprechende Laufbahn einzuschlagen. Auf dem richtigen Weg ist, weiß man nur selbst am besten. Beim Neptunfest kann man dann schon mal Feuerwasser schnuppern. Denn hier wird man zum richtigen Feuerwehrmann getauft. Ja, du kriegst denn so einen Namen. Das ist ja das Problem. Und das ist eigentlich das Allerwenigste, vor dem man sich fürchten sollte. Und der Taufschein ist nur ein kleiner Trost für das, was Feuerteufel und Neptun so teuflisch Gemeines ausgeheckt haben. Ihr Rezept ist ganz einfach. Man nehme jede Menge Freiwillige, verabreiche ihnen einen Becher Feuerwasser, der vor Pfefferkörnern nur so schreit, dann noch ein deftiges Feuerbrot für zwischendurch, etwas Sahne drauf, umrühren, fertig. Wer dann noch nicht die Schnauze voll hat, für den gibt es noch eine Rasur, die auf alle Fälle allererste Sahne ist. Und zu einer richtigen Weihe gehört natürlich auch ein ganzer Pool voll Weihwasser. Und ist man nicht willig, so gebraucht man Gewalt. Ohne Interesse braucht man nicht zur Feuerwehr zu gehen. Man musste einfach mit Leib und Seele dabei sein. Feuerwehr muss nicht sein, das sagen nur Leute, die es nicht wissen, wie es bei der Feuerwehr ist. Das ist was, wo ein Mensch, man sieht den Menschen entwickeln. Viele Jungs werden reif dadurch. Man formt einfach sich selber gegenseitig. Ganz entscheidend ist auch, dass man davon ausgehen darf, dass die Jugendlichen, die wir hier finden, weniger Gefahr laufen, kriminell zu werden, weniger Gefahr laufen, natürlich vielleicht auch in Kontakt mit Drogen zu kommen. Schon die Kinder sind mit einer sinnvollen Maßnahme von der Straße runter. Sie sind stolz darauf, dass sie es allen beweisen konnten.
oder werden. Den Beweis tragen sie mit Würde und Anerkennung. Aber was wäre, wenn? Was wäre Mann oder Frau ohne die Feuerwehr? Was wären wir? Was ist, wenn das alles nur ein Traum wäre? Ein Kindheitstraum? Glückwunsch! Glückwunsch! Du warst der Linker oder der Schieber? Der Linker, du hast geschoben. Ich hätte das auch ungerecht gewesen, ne?